Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Survivalsland. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und yo, wir haben fett gebaut mit Blättern. Toller Tipp nochmal, Dankeschön dafür. Das erspart uns eine Menge Holzrennerei und sieht sogar viel besser aus. Geschrieben hat der Fadum, Wobra und Draco in den Kommentaren. Vielen Dank dafür. Der Draco schreibt, hallo Tim. Hallo Draco. Der Wobra schreibt, Rampe von außen bauen wäre bestimmt besser. Ja, das wäre wirklich ein bisschen besser, muss ich sagen, weil das mehr Platz drinnen schaffen würde, ne? Aber ich will nicht von außen in der zweiten Etage kommen, aber das könnte man bestimmt hübsch bauen, denke ich mal, ne? Ich glaube, da werden wir darauf rumschwenken, dass wir das von außen machen. Der Fadum hat wirklich viel wieder geschrieben, sehr informativ. Du kannst die Palmblätter viel höher stacken, glaub, ein Stack hat gerade 20 Blätter oder so. Danach machst du eine Wand oder einen Boden komplett mit einem Stack voll. Ich habe heute Nacht ein bisschen gesammelt und du hast völlig recht gehabt. Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht so drauf kam. Hier haben wir einen dicken Stack zum Beispiel. Da habe ich einfach mal, wir konnten nachts leider ganz wenig sehen. Ganz wenig. Es war so gut wie gar nichts zu sehen mehr. Und ja, da wollte ich doch mal gucken. Jetzt habe ich so einen Stack voll. Das ist natürlich noch viel wertvoller. Ach, jetzt darf ich doch gar nicht bauen hier, Blödsinn. Ich mache einfach mal hier die Wand. Oh, guck mal, wenn der fällt, verliert er das. Wie cool ist das denn? Mach ich einfach mal hier rein. Und er hat noch welche in der Hand, seht ihr? Also super genial gemacht, das Spiel. In der Idee. Fast zwei... Wow. Wowie, wow und wowie. Also Wahnsinn. Oh, das sind ja fast zwei. Da bist ja rummelig ganz fertig hier. Geil. So, gut, dann werde ich tatsächlich von außen mein zweites Etherschlein bereisen wollen. Ist vielleicht besser. Wir müssen schon wieder trinken. Verdammte Axt, ey. Ja, das passt hier in dem Spiel ganz gut. Was hast du noch geschrieben? Und bei Methode 21 stehst du, siehst du ja jetzt auch, was ich meine mit vorher planen und setzen und erst danach befüllen. Ja, alles klar, ich weiß Bescheid. Das war so, ja, aber ich habe ja noch nie eine Rampe vorher gebaut, deswegen wusste ich ja nicht, wie es sich äußert, ne? Dass da so viel mit betroffen ist, dass man das ja nicht mehr weiterbauen darf. So, wartet. Ich hatte irgendwie das Symbol nicht mehr mit dem mehr Stacken oder so, keine Ahnung. Ich hätte doch mehr reingehauen, wenn ich mehr hätte können. Oder ich war immer am Falschen. Also wir werden heute ein paar Palmblätter holen und werden das Dach sozusagen fertig bauen. Den wichtigen Tipp habe ich nicht übersehen. Keine Sorge, lieber Fadum. Den wichtigen Tipp habe ich nicht übersehen mit der Statik. Denn das Ganze ist hier wie bei Seven Days to Die. Wirst du zu schwer, fällst, bricht's ein. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch besser, dass wir es gerade tun hier. Was wir tun? Ich habe eine Bammel, dass es gleich einstürzt. So. Alter! Also du kannst hier... Das ist ja fast zu schnell. Macht ja fast keinen Spaß mehr so schnell. So, gut. Nein, ich wollte genau das aufheben. So. Hä? Wir können ja jetzt nicht... Hallo, hallo? Achso, da fehlt ein Pillar. Blödsinn. Zappel die Zupp. Weg damit. Wir müssen in der Mitte noch einen verstärkten Rahmen reinmachen, sonst bricht dir das Ganze hier ein. Na, der muss nach... Nö, muss nicht nach unten, das ist Blödsinn. Also, ich werde hier einsetzen. Nein, ich werde einsetzen. Und hier. Die müssen natürlich mit Holz ausgebessert werden. Denke ich mal, wenn wir da oben schwerer werden wollen, denn da soll ja noch ein Dach hin. Also ein Dach über ein Dach über ein Dach. Mach mal weg das da, so. Und dann machen wir aber hier erstmal zu. Den haben wir aber auf jeden Fall schon mal safe. Ne? Ach Mann. Wo hab ich denn jetzt wieder hingeworfen, die Dinger? Die siehst du immer so schlecht. Genau, was hast du noch geschrieben? Das Game ist wie bei Seven Days to Die. Wenn du falsch baust oder es wird zu schwer, dann stürzt alles in sich zusammen. Setz lieber verstärkte Balken in die Mitte vom Haus auf beiden Etagen, da es die zweite Etage halten muss. Plus Dach. Ja. Und alle Pillar verstärken, auch die Deckenpillar. Freue mich auf weitere Folgen. Top. Dankeschön für dein Lob am Ende sogar. Obwohl du mir so viele Tipps geben musst, ne? Nein. Okay, ich sehe gerade, dass ich wieder mal Brand habe, wieder Durst ohne Ende. Ich habe dir doch gerade hier hingeworfen. Das könnte doch gar nicht so weit weg sein. Meine komischen Bender-Sticks-Dinger da. Ich habe dir doch gerade da hingeworfen. Da. Sind auch schwer zu erkennen. Aber ist ja auch in Ordnung. Die sind ja auch wirklich schwer zu erkennen. Okay, warum
Darf ich... Sag nicht, dass das jetzt ein Bug ist, dass ich jetzt da nicht mehr bauen darf oben. In der Decke. Sonst habe ich nämlich ein Riesenproblem. Weil ich das dann nicht zubauen darf hier. Dann müssen wir am Ende dem... Oh. Ich habe gestern keinen einzigen Abonnenten gewonnen und heute geht's wieder rund. Sehr schön. So. Du hast denn live gemacht? Nee, ne? Live kommt jetzt auch bald wieder. Ihr werdet wahrscheinlich das Spiel nicht live spielen, weil das nicht klappen wird. So, jetzt bin ich ein bisschen überfragt momentan. Was habe ich denn wieder für einen Schaden? Weil ich will ja jetzt hier Bänder ziehen. Es fehlt... Also er zieht von Wand, vom Knoten zu Wand, ohne Probleme. Macht er hier. Das macht er hier, aber der macht es nicht nach hier. Wo die Rampe vorher war, wisst ihr? Genauso wie hier. Da war aber nichts. Also eigentlich müsste es hier auch können. Gute Frage. Fragen über Fragen. Wenn wir rausfinden, werden wir eiskalt rausfinden. So, das brauche ich da einmal. Wenn die Rampe von außen gebaut wird, ist es natürlich einfacher für uns. Aber... Ich finde es ein bisschen doof. Aber es ist halt so. Aber wie mache ich das? Da muss ich hier nochmal einen Boden hinmachen, ne? Fällt mir gerade ganz spontan ein. Aber da darf ich keinen Boden mehr hinmachen. Also wenn du ein Problem hast, hast du danach ein zweites. Es baut sich aufeinander auf, ne? So, wir müssen eigentlich nur so einen Boden hinbekommen. Ist egal wo. Machen wir den hier hin. Nein, ich wollte nicht übertreiben. Na, da brauchen wir wieder Holz. Aber wir könnten das, glaube ich, auch mit Blätter machen. Das geht, glaube ich, auch. Aber das will ich nicht. Das musst du mit Holz machen. Ich muss hier einmal einen Stamm holen, Dicken. Das war's. Okay, aber ansonsten nimmt das Ganze langsam Form an, ne? Aber ich will es nach oben. Ich will ja nach oben. Jetzt muss ich Holz holen, ne? Da haben wir gar nichts anderes übrig. Ich esse erstmal Banane. Wie immer. Mann, ich krieg mich die ganze Zeit aus dem Monitor. Also aus dem Spiel auf dem Monitor. Mann, ich habe Monsunzeit oder so, ey. Ich will wieder Sonne. Ein Strand, Survival-Titel. Und ich habe einfach kein schönes Wetter mehr. Voll traurig. Wächst diese Banane eigentlich nach? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Zeig ich mal hier. Ich habe noch zwei aufgenommen. Ah, habe ich mir fallen lassen, was? Ja. So. Okidoki. Jetzt bist du aber ein bisschen tricky. Ich bin ein bisschen... Ach, wartet mal. Ich hätte erst oben Pillars machen sollen, ne? Das konnten wir ja auch noch gerade. Banane gibt ein bisschen Wasser dazu, das wird gleich weggehen. Da ist es weg, Gott sei Dank. Ja, rumzappelt mit seiner Bananenesserei dabei. Dass wir erst oben noch einen Pillar drauf machen müssen, damit wir eine Schnur ziehen können. Ich kann besser denken, wenn ich Banane esse. Yam, yam. Muss doch sonst Thumbnail machen, wie er kotzt, weil er nur Banane isst. So. Womit warst du denn jetzt hier? Jetzt muss ich einmal kurz gucken. Mein Pillersetzer. Hä? Diese eine Palmblatt, ne? Du kannst das Bett nicht benutzen, wenn was drauf liegt. Finde ich voll irre. Mann, ey, das erkenne ich einfach nicht. Sag, bin ich blöd. Wir waren doch draußen damit. Schnell. Korrigiere deinen trotteligen Fehler. Zack. Und zack. So. Das Spiel ist genial, ey. Und es wird bestimmt halt einen Patch geben. Und ich kann es kaum erwarten, ehrlich gesagt, was Neues zu erleben hier. Obwohl ich natürlich noch gar nicht so weit bin. So. Werf weg. Können wir denn jetzt setzen? Das muss ich die Dinger wieder suchen. Ich habe sie gerade noch gesehen. Ja. Ob das jetzt geht. Ich bin ein bisschen erschrocken, dass ich das jetzt nicht mehr bauen kann. Weil ich möchte jetzt ultra gerne das Dach komplett zu haben. Na, also er macht ja überall diese Bänder dran. Und ich wüsste jetzt nicht, was ich machen sollte, um... ein Dach aufzubauen, ehrlich gesagt. Weil wir haben jetzt hier eine riesen Öffnung. Das will doch keiner haben. So eine riesen Öffnung. Ich hoffe, der tut Treppen reinpatchen. Für den nächsten Patch.
Da wir höchstwahrscheinlich ein anderes Problem haben, wenn die Rampe da ist, fallen wir hier wieder rein. Also ich kann diese Bänder nicht mehr spannen. Ging das überhaupt? Habe ich das überhaupt so gemacht? Ich denke ja, ne? Oh, guck mal, das Wetter wird besser. Wie geil. So. Mal die Pillar verstärken in der Mitte noch. Das wäre noch eine Option. Okay. Holz. Scheiße, ich dachte jetzt, dass ich die ganze Folge schön Blätter sammeln kann, wie ein Blöden. Jetzt haben wir ein ganz anderes Problem. Ich nehme mal eine Größe mit da, weil da hinten war noch eine Palmenansammlung. Da kann ich mich nochmal ran auslassen. Hier. Okay. Komisch, dass er die nicht aufbauen kann, ne? Dass man die erst weg... Also diese Schale. Also ich habe noch nie so eine Schale aufmachen müssen von so einer Kokosnuss, aber das muss unglaublich schwer sein. Aber wenn das Affen schaffen, dann schaffen wir das alle. Eine Banane trinken und noch essen und dann... Ach, Banane ist ja schon Kokosnuss. Dann sind wir hier safe. So. Also Kokosnussmilch mag ich überhaupt nicht, in echt. Das wäre mein Untergang auf einer Insel, obwohl ich glaube, man muss sich daran gewöhnen. Ist einfach so, was willst du tun? Oh. Das sieht aus, ob man den wegwerfen will. Macht er natürlich nicht. Okay, wir haben natürlich jetzt hier Palmen. Holz noch ohne Ende. Zusätzlich Blätter. Die brauchen wir ja dringend. Ich hoffe, ich kann da oben so ein bisschen rumbalancieren. So, wir müssen wissen, dass das Fleisch wieder weg ist. Ist weg. So. Axti. Dieser T-Modus. Oh, ich habe schon da hinten gesehen. Oh Gott. Das kann ja was werden. Jetzt müsst ihr so einen doofen Boden machen. Ey, oh, das regt mich voll auf. Wie befülle ich denn? Wie befülle ich denn jetzt diesen verfluchten. Dieses verfluchte Dach? Ich darf da ja leider keine Rampe reinbauen. Das wäre natürlich jetzt das absolut perfekte, ne? Ist das Spiel jetzt sauer auf mich, weil ich eine Rampe bauen wollte? Oh nein! Axtkopf! Wieso jetzt? Wieso jetzt? Wir haben so viel zu tun. So viel zu tun. Jetzt geht die Axt kaputt. Okay. Ja, das sollte ein Klacks werden. Ein Chisel hätte ich gar nicht gebraucht, weil wir haben ja schon einen Axtkopf. Wir brauchen keinen Chisel. Kannst mich mal am Chisel. Sollte doch T drücken. Und Stein, Stein, Stein. Das war ja eine schwarze, ne? So, neue Axt. Schwuppdiwupp, Kartoffelsuppe. Heute ging schnell. Okay. Dann lass uns doch... Boah, warte mal, Loche. Vielleicht habe ich die einfach nicht gesehen oder so. Ich musste noch drehen. Weiß es nicht, aber ich muss ja eh die Rampe bauen. Ich versuche die aus Blätter zu bauen. Wisst ihr was? Ich versuche die aus Blätter zu bauen. Das ist ja eine Rampe, ne? Rampen sind Rampen, das ist egal. Ach. So, ich mach ja auch noch nie. Jetzt habe ich mal Bock, die Blätter kaputt zu machen. Ah, Tacke, hü. Machen wir ordentlich einen Stick. Mal bestimmt noch schön verfeinern alles. Wow. Wieso? Guck mal, jetzt hat er die Axt weggeworfen. Ich habe nichts gedrückt. Frechheit. Kann ich auch zwei nehmen. So. Weißt du, rennst du weg und hast deine Axt weg. Gib mir meine Axt. So. Ach komm, scheiß drauf jetzt. Hier liegt noch Banane. Ja, man ist es bald kahl. Aber wir überleben. Immerhin. Was mit dem Hunger und Durst, das klappt noch nicht so wirklich, glaube ich. Hier. Also das sieht so aus, als ob wir überhaupt... Also das muss Holz sein, der Boden. Okay, verstehe. Dann haben wir das jedenfalls schon mal gesammelt. Haben oder nicht haben, ist hier die Frage. Wo waren wir denn gerade am Kloppen? Also das vergesse ich auch mal, wo ich gerade gekloppt habe.
Immerhin haben wir jetzt eine neue Axt. Denn da war ja noch ein Trunk. Er war total betrunken. Okidoki, da hinten ist das Holz, dann mache ich die mal tot hier. Ja, das hört sich gemein an. Nicht tot. Klein. Ich würde mir so einen dicken, fetten wünschen. Das wäre so schön. Oh, jetzt treffe ich doch nur Blätter. Oh. 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 Okay. Zap, zap. Ich glaube, 4 ist maximal. Da hat er einen dicken Stamm. Und das ist auch nicht viel. Oh, guck mal, hier ist noch eine Palme. Ach, haben wir Glück, wir haben noch Palmen. Wir müssen mal unbedingt zum anderen Biom wieder laufen. Das ist doch bestimmt attraktiv, da mal eine andere Frucht zu finden. Boah, wie geil das wäre, wenn man hier gärtnern könnte, ey. Das Spiel und die Videos, die haben ja einigermaßen gute Aufrufe. Also das Spiel scheint ja wirklich gut anzukommen bei den Leuten. Das müsste nur mal so ein Gronkh oder sowas spielen, ne? Damit die Leute das mal wirklich auf dem Schirm haben. Ne? Meine Reichweite reicht einfach nicht aus, um ein Spiel dafür Werbung zu machen. Schade eigentlich. Aber gegönnt sei es den Entwicklern. Und wenn die dann so richtig Pfeffer unterm Arsch kriegen, mit Druck, sag ich mal, also keinen bösen Druck, dann würden die bestimmt sagen, geil. Jetzt mache ich viel schneller einen Patch, damit die Leute richtig Druck kriegen. Also müsst ihr mein Video viel mehr liken, teilen, etc. pp. Helft den Unterstützern und helft den Unterstützern. Jetzt bin ja ich. Helft mir, damit ich helfen kann. Wie geil. Boah. Verdammt. So. Hier lag ja noch eine Palme, ein Palmi. Aber alles kleine, dünne Äste. Ich komme da noch raus, also Äste nicht. Oh, weg zum Glorstein. Oh! Das ist überrascht. Das nicht. Das war jetzt etwas überraschender. Den nehmen wir dankend an. Physikalisch unmöglich zwar, aber den nehmen wir dankend an. Und ich will das Dach zubauen. Ich kann es hier zubauen, aber wir können es komplett zubauen, wenn wir oben fertig sind. Aber ja gut, wir werden das schon rausfinden irgendwie. Also ich mache mir da jetzt keine großen Sorgen. Zap. Also darf man den nicht so reinwerfen, wenn wir so schnell rennen können? Ach, den muss jetzt erlegen, bleibt ja nichts übrig. Oh, nicht mit der Faust, um Gottes Willen. Ich könnte zwar in echt, aber nein, Quatsch. Komisch, das kann er dann reinlegen, ne? Aber ist ja auch verarbeitet schon. So. Ah, guck mal, es geht doch voran. Ist doch herrlich. Er löft. Irgendwo kriegst du dein blödes Holz schon her, Timmy. Irgendwo. Habe ich mal Banane dabei? Ja, habe ich. Gut. Gib mir dich. Kriegen wir hier noch, da kriegen wir noch 2 raus. Plus natürlich die Wunderbärchen. Blätter, ne, die wir ja tonnenweise brauchen. Aber die sind ja wie ein Klacks. Da machst du ja ruckzuck Erfolg mit. Ach Mann. Nimm ihn. Er nimmt ihn. Wo bist du? Das müsste dann lang. Boah, den siehst du gar nicht, ey. Voller Blätter. Nein. Jetzt bleibt, was wir kaputt schlagen, ist scheiße. Wie groß die Blätter jetzt sind, ne? Und wie klein die dann werden. Aber ist egal. Wollen wir mal nicht an der Physik hier meckern. Das Spiel ist schon so geil. Okay, das müsste wirklich lang vom Holz her, oder? Okay. Also mit dem einen kann er rennen, mit dem nicht. Frechheit. Da, Bananenstaude. Sieht so irre aus.
So. Und der nächste Patch, der kommt dann und dann wird es ein Battle Royale Spiel. Hoffentlich nicht, ne? Hoffentlich nicht. Gut, Rampe nach oben, da können wir alles verzurren. Und dann können wir wieder richtig fett Palmblätter sammeln. Was eigentlich heute der Plan war. Ich wollte nicht Holz sammeln gehen. Eigentlich war der Plan heute, alles dicht zu bekommen. Aber leider kriege ich da oben irgendwie keinen Abschluss, nenne ich es mal, rein. Da haben wir alle Ressourcen da für die Rampe. Nicht ohne Banner. Also zugemüllt habe ich einen guten Strand. Wenn der Flugzeug rüberfliegt, sieht das über viele Kilometer nur Müll rumliegen. Und dann wissen die Bescheid, oh, da muss so einer sein. Und wie lange das in echt auch dauern wird, so eine Hütte zu bauen, ne? Das ist schon Wahnsinn. So. Da kannst du getrost einfach alles raufdrücken. Das finde ich ganz cool. Und was übrig bleibt, bleibt übrig. Finde ich gut. So. Fab. Bitte warten. Wir müssen das jetzt holen da wieder. Das Pillar-Ding. Wir müssen jetzt ja irgendwie nach oben. Es wird schon wieder dunkel, glaube ich. Die Nacht war so dunkel. Also wirklich, ich konnte nicht mal Palmblätter holen. Ich habe ganz rein zu viel Kokosnuss gefunden. Fand ich zu dunkel. Das Mondlicht sollte schon gut sein. Aber wenn halt Wetter nicht anders geht, dann geht es halt nicht. Aber also ganz so übertreiben finde ich das ein bisschen heftig. So. Nur einmal meckern. Einmal jammern. Der Timmy, das ist immer seine Spezialfertigkeit. Rumjammern, weil es dunkel ist. Das habe ich schon in so vielen Spielen. Ich habe ja auch schon mal gesagt, wenn du einen Film drehst, dann drehst du doch auch nicht alles im Schwarz. Ne? Du willst doch, dass der Zuschauer was sieht. Oder ein Buch schreibst, dann sind die Seiten natürlich auch schwarz und der Text und die Buchstaben. Weil du kannst ja nichts lesen, ist ja Nacht. Aber es ist jammern auf hohem Niveau. So. Nein, ich habe doch Q gedrückt. Mal. Na, ganz dicht machen? Ich hab gesehen, er war gerade da. Nein, das habe ich da drin angesetzt. Egal, kann ich wegmachen. Wo ist er denn? Wo der überall ist, aber nicht da, wo ich ihn will. Da war er wieder. Mein Gott, nee, komm. Oh, das war vielleicht ein kleiner Trick hier, wa? Einfach alles verzurren, dann zusammenschlagen, was du nicht willst. Und dann hast du vielleicht oben deine Verzurrung. Und du kannst auch nicht hier zur Wand machen, weil es eine Wand ist, ne? Das wird es wahrscheinlich sein. Obwohl das ja völliger Blödsinn ist. Aber hier geht's. Warum geht's hier? Wenn das Dach da ist vielleicht? Das ist ja Blödsinn, das würde ich ja machen. Ich will es ja nur eine Etage höher. Ich check's nicht. Lass mal zerstören. Das war ja nicht der Plan hier. So. Nein! Ich hab's gemerkt. Der Axtwegwerfer Tim. So. Dann lass mal gucken. Rampe rauf. Das müsste ja jetzt ja klappen ohne Problems. So. Was? Das hat nicht gereicht. Das war ein Riesenhaufen. Schwein. Jetzt gehen die Frames gerade wieder ein bisschen im Keller. So, dann werden wir jetzt die ganzen Palmen wieder mal los, ey. So viele. Zack. Okay, das ist richtig doof. Jetzt müssen wir da dran springen oder was? Okidoki. Ihr seht's, also man kommt hier hoch. Aber man kann da nicht lang laufen. Das heißt, ich muss hier echt. Wie soll ich das denn hinbekommen? Vielleicht von oben. Vielleicht macht das ja von oben. Für panisch so. Man weiß ja nie, ne? Wo der Fehler im Teufel. Der Teufel. Das Fehler-Teufel im Höhe ist. Ihr wisst schon. Es ist zwar 18 Uhr, wenn die Folge kommt, aber ich habe sie um kurz nach 9 aufgenommen. Gerade aufgestanden. Ich habe mich nochmal hingelegt, nachdem ich nicht schlafen konnte. Und da konnte ich dann tatsächlich pennen. Bis kurz vor 9. Ja, Himmel, Herrgott, Kruzifix, das macht ja auch hier keiner.
Muss ich das irgendwie mit R drehen vielleicht nochmal? Da der Knoten. Ich bin auf einem Dach. Aber du kannst hier nichts verzogen mehr. Ich bin im Verzogungsmodus. Guckt. Kuh. Ich hab da doch. Da ist doch wieder ein Denkfehler von meiner Seite her, oder? Da macht er das ja nämlich eiskalt. Nur da, wo es will's nicht. Das ist ja irgendwie irre. Warum verzurrt er nicht? Warum verzurrt er nicht? Warum verzurrt er nicht? Gut. Also wir haben wieder einiges geschafft an Dächern, aber irgendwo brauche ich, glaube ich, wieder den guten alten Verdoom. Er verzurrt es tatsächlich nicht. Da unten ist er eiskalt am Bänderbarren. Nur eine Etage höher nicht. Drehen kann ich nur den Knoten drehen. Mit Mausrad kann ich nur das machen. Mach einmal weg und nochmal neu. So, seht ihr? Da sucht er ja immer. Müsste er es ja eigentlich da verzogen? Und dann, damit wir da Wände überhaupt bauen können. Ne? Das, er macht es ja hier nirgendwo. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwo ein Denkfehler wieder ist. Schnelle Banane rein, fleischen. Würde ich sagen, Blödsinn. Ich glaube, nur Scheiße. So. Und ja, an der Stelle sage ich dann danke fürs Zusehen. Ein schönes Bild von der Banane, wie ich die Banane esse. So. Yam. Also wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, wo mein Denkfehler war. Sehr, sehr gespannt sogar. Bis dann.